Hallo Leute, hier ist Civil Life Games und wir spielen einfach wieder ein bisschen Are You Ladder. Ja. Einfach damit wir bald voten können. Und nach allem, was ich erfahren habe, ist schon am 4. ersten Schluss. Das heißt, ich muss mich etwas beeilen und ich glaube, deswegen werde ich auch nicht das Ganze zeigen, weil ich einfach im Hintergrund das machen werde. Also, ja, wird das vermutlich der letzte Part sein. Den Rest werde ich einfach offscreen machen und ja, mal gucken. Balance Bla mit Mega Man und Scarflanders T, okay. Möchte er leaden? Ihmchen oder Ihmchen? Mit Heartran hätte ich generell ein gutes Matchup, bis auf Landorus T. Ich glaube, er wird. Nee. Ich glaube nicht, dass er mit Scarflanders T leaden wird. Könnte er machen, aber bezweifle ich. Und mit Heartran hätte ich ein gutes Lead-Matchup. Und das habe ich auch, da er mit Mega Manectric leadet. Okay, ich könnte jetzt. Doch, die Rocks wären das Beste. Holen wir die mal raus und gucken, was passiert. Obwohl, ich könnte jetzt auch Toxic in den Wechsel in sein Latias oder. Oh. Reconnect. Schön. Ja, Moment. Beginnt ja schon mal super, aber ja. Jetzt funktioniert es wieder. Ich hoffe nur, dass ich nicht rausgeflogen bin. Ah, aber okay. Ich glaube mal nicht, dass Offensives hier dran ist. Zur Not, glaube ich, möchte er eh nur die Rocks rausnehmen und da kann ich ihm ein bisschen Schaden zufügen. Und das brauche ich natürlich, da ich ja Clefable habe und sogar schneller bin. Okay. Jetzt wird er auf jeden Fall rauswechseln wollen und jetzt kann ich Toxin einsetzen. Da vermutlich ein Latias oder Landorus T wechselt. Ja. Das ist mal blöd, wenn ich disconnected wäre, aber na gut. Ich weiß auch gar nicht, warum ich schneller bin. Vermutlich hat er einfach gar kein Speed Investment. Ich habe, glaube ich, so 20? Ich weiß es nicht genau. Einfach um schneller als Tsurumi zu sein oder so. Und oh, er holt Slowpoke rein. Das ist natürlich super, das Ding vergiftet zu sehen. Ah, gut. Und er ist es. Er hat aufgegeben. Okay. Muss mal kurz gucken, wie viel Keul ich überhaupt habe. Ja, ich werde noch einiges machen dürfen. Da werde ich ja sehr viel Spaß haben. Nein, nicht Random Battle. Nein, Cancel. Oh. Nein! Na okay, dann darf ich kurz. Dann machen wir jetzt ein schönes Random Battle. Ja, das ist das Problem, wenn ich reconnecte. Obwohl, na. Habe ich irgendwie einen Random Battle Ladder, der geschützt werden müsste? Oh, ich bin Zoroark. Okay. Ja, ich muss das jetzt machen. Aber ich. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Random Battle Suspect Test. Warum auch nicht? Und. Oh, Static. Na gut. Ja, wir spielen diesmal Random Battle, weil. OU langweilig geworden ist. Nein. Ja, das kann ich im Hintergrund spielen, da muss ich nicht nachdenken. Können gleichzeitig aus. OU Suspect Test spielen, da war halt eben VGC-Team, was ich gebaut habe, aber ich nochmal rebauen muss und ja. Na gut, ah, und da hätten wir das Team. Oh, er hat offensives. Vermutlich offensives Sami, weil sein Team offensiv ist. Da vermutlich mit Garchomp als Hazard Setter, das sollte ich noch predikten und, ja, mit wem lead ich denn? Bitte, 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 bitte. Ich könnte auch mit. Ah, Rotom ist mir so wichtig, dass ich damit leaden würde. Ich könnte mit Latios leaden, da hätte ich aber Angst vor der Drachenklaue. Ist aber generell sehr offensiv. Das heißt, wenn ich ihn ein bisschen schwäche, zumindest das Latios und das Starmie, kann ich nachher mit Secret Sword sweepen. Oder mit Scald. Ja. Aber das ist auf jeden Fall eine Menge Arbeit. Und mal gucken. Was auf jeden Fall. Ich überlege gerade, was ich gegen Garchomp machen soll. Ich glaube, Rotom wäre trotzdem das Beste. Kann ich burnen. Wird zwar seine Rocks rausbringen, aber das ist dann okay. Ich glaube, ich würde nicht viel machen. Ich könnte mit Combine Clefable starten. Aber er hat nur das Metagross, also ist ja kein Grund. Gucken, was hier passiert ist. Golem. Okay. Und ein Balloon. Okay, das heißt, er wird mich earthquaken. Möchte ich da wirklich drin bleiben? Ich glaube nicht. Ja. Ich habe auch keinen besseren Wechsel.
Na gut, Latios. Auch interessant. Vielleicht mit Earthquake, vielleicht auch nicht. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ich werde es nicht riskieren, erstmal Clefable wechseln, das passt ja. Sieht generell nicht danach aus, dass ich sehr viel Arbeit machen werde mit Clefable, also passt das schon. Und hier. Ich mache so viel Schaden. Meine Antwort, ist er nicht schneller? Nun ist er nicht. Na gut, Walrein. Draco, oh nein. Na gut. Flamethrower wir einfach mal. Den Wechsel in Megametak aus predicten. Also er muss ganz einfach wechseln und switchen hat er jetzt nicht wirklich. Das war der vier Pokémon hat die Schwäche zu Fee haben. Und wow. Ah, der Burn wäre jetzt noch besser gewesen, aber nee. Das ist schon klasse für mich. Also gut. Dann jetzt auf jeden Fall ein Rotom, aber. Surf. Ja, und immer hin und her, das ist ganz lustig. Im Hintergrund wird auch immer die Musik resettet. Das heißt, ich werde auf jeden Fall nicht die Musik drin behalten. Videomesh, ja, perfekt. Ich will mich nicht drin bleiben, das heißt, ich wollte wechseln hier und hier. Ah, ich habe auch keinen Setup-Ruf und ich möchte jetzt nicht Surf-Bam gegen einen Amogus. Aber ich habe erst gleich Masquerain. Falls er Sport, dann. Ach, Mist. Na, egal. Und. Ich sehe immer oben, wenn es blinkt, ob sich was getan hat. Ja, okay. Wir warten aber auf. Und hier wechselt er außen sein Terrakium. Das heißt, ich kann dagegen Volt wechseln, was natürlich perfekt für mich ist. Und Mega Shellos nehme ich mal rein und mich frei mega entwickeln. Und dann am besten Double Switchen, den Keldeo Switch predicten. Das ist mein bester Play. Was ist das für ein Mega-Mega-Meter-Boss genau? Es ist schwer, wenn man das nicht sieht. Oder einfach mal ein Lock offen, falls er jetzt Specs Keldeo ist und das ist auf jeden Fall einfacher ihn zu handeln, wenn er nicht mehr Specs ist. Joa. Einfach mal Bullet Punchen, um sicher zu sein. Vielleicht möchte Terrakium auch opfern, weil keine sichere Antwort dagegen hatte. Ich weiß es nicht. Also Bullet Punchen einfach. Oh Mann. Gut. Regirock, hallo. Hey, wir haben Grass Knot. Cool. Und er wechselt aus in Garchomp, okay. Kriegen wir immer den Sash weg, falls er den Sash hat, aber normale Garchomps. Sandvale? Aber da ein Garchomp wechselt, glaube ich auf jeden Fall, dass er einen Fire Blast hat. Das heißt, ich möchte auf jeden Fall nicht drin bleiben. Wechsel mal Latios. Glaube ich, würde er nicht predicten. Könnte er predicten. Ehrlich zu sein. Kann ich irgendwie Fable wechseln? Die Dragon Claw. Nein! Tja, tja, tja. Na, ich kriege jetzt immer meine Rocks raus. Das ist, denke ich mal, gut. Oh Mann. Oder freien ist die, aber. Oder zwei. Aber. Okay. Das habe ich doof gespielt und er ja, drückt hier auf den Timer, der arme Kerl. Also getrappt und wird jetzt gegrassnottet. Also. Ach Mann. Ja, der Play von mir hat mich eben aufgeregt. Ich weiß auch nicht. Und ich darf immer hin und her switchen. Ah. Curse. Was? Okay. Grassnot. Alles ist okay. Er outraged weiter. Macht das nur. Und ich denke mal, dass wir jetzt wieder einen Mega Sherrock setzen können. Dann einfach nur offen und mal gucken, was reinkommen will. Oder Clefable und dann Flamethrower. Ja, Clefable und Flamethrower sieht gut aus. Ich kann Mega Metagross noch nicht reinholen, das heißt, was möchte denn sonst reinholen? Sonst stirbt nämlich eigentlich alles zu Clefable, das heißt, er hat ein Problem. Wird trotzdem Flamethrower, falls er wechseln will, glaube ich. Weil er hat jetzt nicht wirklich einen Switch. Ich meine, die können jetzt nicht Scarf sein, aber so wie er spielt, sieht es danach aus und. Ich Flamethrower nach mal. Ne, einfach nochmal, ich weiß nicht.
wie er spielt und gut. Hat er Rest? Oh. Und er hat aufgegeben. Okay. Die. Können uns endlich auf den Oyu-Kampf wieder kontrollieren und er wechselt aus. Wieder ein Megameter raus und das war's. Yes, der Fairy Check ist weg. Ah, schön. Goodbye, Megameter Cross. So haben wir auch noch ein Random Battle abgehandelt. Ein Problem gelöst. Leider ist Melatios weg. Das hätte mir tatsächlich geholfen, aber naja. Clefable sollte hier 1v5 eigentlich schon eine Menge Arbeit machen. Gut, du bist vermutlich Specs Kelio. Oh, Scarf Kelio macht eine Menge Arbeit. Habe ich aber schon mal gesagt. Und ich brauche dich nicht bei viel KP, das heißt, ich kann dich auch reinwechseln und einfach mal ein Secret Sword einsetzen, um seine Pokémon ein bisschen zu weaken. Und ein One-Time-Switch theoretisch zu sein, aber ich möchte das mal kurz kelken. Keldeo. Gegen ein anderes Keldeo. Der ist nicht Specs. Gut. Na, sie wird auch mein bester Play, falls er Starmie reinholt. Ich kann HP Eisen jetzt den Latios Switch predicten, aber ich glaube, Starmie ist sein bester Play, also egal. Und er ist vermutlich Scarf gewesen, okay. Mal ein bisschen Schaden gemacht und können jetzt einen freien Wechsel in Clefable nutzen. Ja gut, und dafür Moonblast drücken. Oder? Komm, meinten. Ja, sollte passen. Ich weiß jetzt nicht, was er machen will. Vielleicht ist er Expert Bell, das kann natürlich auch sein. Aber gut, dann weiß ich das dann. Aber sollte eigentlich passen. Das Gute ist auch, ja, Keldeo ist eigentlich sein Main-Check zu Mega Sherox. Wenn das einmal weg ist und ich auf plus 2 bin, dann sieht das doch super aus. Wo ist denn es da mit der Rakion? Okay, warum auch immer. Also hier von Moonblast. Wir Moonblasten einfach. Okay. Man sagt nicht, dass es ein schlechter Spieler ist, man sagt, es ist ein unerfahrener Spieler. Das habe ich gelernt. Und 12-6 aber. Na dann. Na gut. Komm, mein Clefable sollte jetzt eigentlich durchkommen. Ich glaube, das sollte passen. Er hat auch Aqua Jet, Starmie, Icy Wind. Ich meine, Clefable ist auch zu schnell. Goodbye, Kelio. Hol am besten jetzt ein Starmie rein, dann kann ich das auch noch ein bisschen schwächen und dann alles wirklich durch plus 2 BP mit Mega Sherox ausnocken und dann ist das auch GG. Oh Mann, oh Mann. Ja. Ist auch jetzt schwer, was dazu zu sagen, weil es wird vermutlich wirklich so passieren. Gut, Terrakion ist natürlich ein Pokémon, wo ich von Stone Age durch KO'd werde. Die Frage ist nur, was er danach reinholen wird. Aber ich Moonblast einfach mal. Ich bin mal relativ voll im KP und sollte auch ein Stone Age aushalten. Mal gucken, wie gut. Aber vielleicht Close Combatet er auch, da er Angst hat zu missen. Warum nicht? Und dann bin ich in einer noch besseren Situation, weil Terrakion tot ist. Vielleicht haben wir aber auch aus, weil 90 Sekunden. Wer weiß. Ja, Ladder-Spiele. Und ja. Whatever. Ich hoffe dann mal, dass er jetzt ja, seinen Angriff pickt und mich auch endlich angreift. Und vielleicht quittet er auch. Das wäre. Ja. 60 Sekunden.
Ich glaube, er timed out. Ich suche noch einen Kampf. Und wir finden einen Kampf gegen Guido 2002. Okay. Ja, Jump Battle. Okay. 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 Gut. Das Team. Per se. Du musst weg. Aber interessant, Mega Melechamp zu sehen. Auch nicht schlecht. Gut, dann sollte ich mal überlegen, wie ich leaden sollte. Ich könnte mit Mega Sherox leaden, weil er mit Tierchen leadet oder mit Naruto. Aber er kann nur mit Mega Melechamp und das tut weh. Aber er leadet mit seinem eigenen Rotom. Okay, und war gut. Verbrennen wir mal seinen Rotom, warum nicht? Und hier, er macht noch einen Move in den letzten Sekunden. Oh, Mensch. Gut. Ein Stone Edge Mist, also whatever. Und er, Synchronize. Aha, er hätte mich zwar auch verbrennen können, aber egal. Na gut, dann wechseln wir jetzt einfach hier. Passt schon. Und Umbreon. Schätze ich mal, kann ich als Setup Order nehmen? Ich weiß es nicht. Sollte eigentlich gehen. Machen wir einfach mal. Weil er kann jetzt nicht wirklich gegen Clefable machen. Ich glaube, ich würde dann gleich Flamethrowern, falls er jetzt nicht wischt. Aber er wischt. Ich werde trotzdem Flamethrowern. Und hier. Crunch. Gut, hi Stami. Den Kampf, der ist abgeschlossen. Innerlich, ich darf nur nicht vergessen, die Moves zu klicken. Bin ich vom. Nein, ich bin nicht vom Timeout, das passt schon. Und er wechselt in Goffitel. Oh, ja, das hat er auch noch. Da war ja was. Gut. Moonblast drücken für den Fall, dass er mich Trickscarfen will. Weil ich habe sonst Angst. Ach, das hätte ich nicht tun sollen. Ich hätte auch dann denken sollen, aber ich war mir nicht sicher und der Cherox und. Ach Gott. Ice Beam, ja, das ist eine gute Idee. Psyshock trifft ja auch nicht stärker. Ja, dumm. Specs. Specs Mumbler. Ja, das gefällt mir. Das passt schon. Okay. Auch nicht schlecht. Damit tötet ihr euch sogar Goffete. Prima. Klar, jetzt hat er einen freien Wechsel, aber. 25%. Mensch, Clefable. Aber hey, muss ich mich nicht setupen, passt doch auch. Und ich glaube, er wird Bullet Punchen. Thunderbolt, ja. Und was wär's mit dir? Und dann darf er jetzt noch Latios reinholen, dann war's das. GG. Gut. Was hat das jetzt? Play. Warum auch nicht? Vielleicht möchte mir jetzt Lefties tricken. Oder Manager mal reinwechseln. Ich weiß nicht, ob der Wechsel so gut ist, weil normalerweise hat der Herr Tran immer ein Protect und das sollte er eigentlich predicten können, aber wird er nicht, also sollte ich nicht drüber reden und einfach wechseln. Oh mein Gott, mein armes Latios. Du gegen dich. Oh mein Gott. Ja, das ist wirklich ein Problem. Du gegen dich. Ja, super deutsch. Aber, oh Mist. Ja. Mega Medicham. Ich glaube, ich muss einen Latios wechseln. Draco nochmal. Okay. Und ja. Das ist halt das tolle Mega Manager, es ist quasi diese Nuke und Drain Punch. Wow. Ja. Aber. wir Draco einfach mal. Ja, was soll passieren? Oder wir lassen das sein, denn dann kann ich noch einen Drain Punch aushalten.
außer Bullet Punch. Ja, den Wechsel ist jetzt aber obvious und das hätte ich predicten können und könnte ich nur einen Drain Punch aushalten, aber nope. Überhaupt nicht. Was ich mich frage ist. Er wird wieder U-Turn. Das heißt, ich mach mal den Wechsel. Einfach weil. Ah. Schön. er quasi nur noch einmal in den Moonblast reinwechseln kann. Das ist ein Problem für ihn. Also. Gut. Yay, Specs Moonblast. Ach man. Dass ich das mal sage. Specs Moonblast, der Fable. Ein Fred. Oh Mann, oh Mann. Na gut, gut. Ich könnte jetzt auch Flamethrower und den Wechsel natürlich predikten, aber wie viel bringt mir das? Nicht sehr viel. Ich sehe mich das gewinnen, wenn ich Rotom irgendwie loswerde und mit mir Sherlock seltsamerweise ein Plus 2 rausbekomme oder nachher einfach mit Scarf Kelio. In Sweep, dafür muss aber bei beiden Malen Rotom Wash geweakened sein. Ich weiß nicht genau, ob ich das wirklich hinbekomme. Also muss ich mal gucken. Oder Specs Clefable zerstört ihn einfach. Das kann natürlich auch sein. Ich könnte auch seinen Scissor Tooth KO'n jetzt, weil er ja Lefties hat. Ah. Oh. Vielleicht wird er auch wieder U-Turn. Obwohl Sherox ist sogar schneller, glaube ich. Das heißt, er wird sogar vor mir raus U-Turn. Irgendwas müsste an einen Specs Moonblast. Ja, das wäre cool. Das klingt nach einem Play. Gut, aber anscheinend braucht er jetzt seine Zeit oder er timet einfach aus. Was natürlich wieder super ist, aber gut, so ist die Ladder. Und ja, so lang und so viel davon muss ich euch auch nicht zeigen. Vielleicht so die letzten Kämpfe werde ich nochmal aufnehmen, wo ich dann richtig auf High Ladder was kämpfen werde. Aber ich musste mich jetzt auch einfach ranhalten und vielleicht werde ich versuchen, zwei Kämpfe gleichzeitig zu machen oder so, aber ich möchte einfach ganz schnell Coil bekommen und deswegen wird das vermutlich auch nicht so qualitativ und das dann zu zeigen wäre blöd und ja. Ich hoffe, ihr habt meine Argumentation verstanden. Wie hoch sind wir eigentlich gerade? 1912, ja, passt doch. Und ich glaube, er timed out. Gut. Dann, na, der letzte ist auch wieder zurückgekommen, das heißt, ich suche jetzt nicht nach einem neuen Kampf. Aber, ja. Manche Leute warten einfach so, wenn sie wissen, oh nein, jetzt habe ich ein Problem gegen den Gegner und dann warten einfach mal was, vielleicht lief der dann oder so, aber nee. Ich glaube, der kommt nicht wieder und. Ah, er sollte jetzt weg sein. Genau. Und das hätte ich dann gewonnen. Hey! Das sind doch immer die besten Wins. Man merkt auch gar nicht ein Shoulder Leg, dass er im ersten aktuell sehen muss, bis ich, also dich gewonnen habe. Und gut, 14-1 stehen wir. Der Call passt sogar. Huh. Gut, möchte ich noch einen Kampf machen oder nicht? Machen wir noch einen Kampf. Und ich glaube, es wird dann auch der letzte gegen Redron. Okay, keine Ahnung, wie das ist, aber ich werde es herausfinden. Und er hat ein Mega-Altaria-Team. Cool, cool, cool. Oder, nein. Doch, er muss ein Mega-Altaria-Team haben, weil es wird dann Choice Band Terracross sein. Gegen Stall. Und der Scarf. Okay, ja, Standard, Balance, nein, Core, also die drei, aber egal, gut, was nehme ich denn? Mega Sherox wird interessant sein mit dem Matchup, obwohl Zapdos und Rotom. Aber es wird interessant haben im Revenge-Killen von Mega Altaria. Das heißt, dafür brauche ich das auf jeden Fall. Clefable. Kann dich dagegen setupen? Dagegen? Denke ich auch mal dagegen. Dagegen. Und das ist dann wohl ein Problem. Obwohl noch nicht mal. Die Step muss. Clefable könnte wirklich durchkommen. Lenderous Team muss ich nur schwächen, wegen Altaria vielleicht auch. Dann ist das ein schöner Clefable Sweep.
Na gut, womit wird er lieben? Pharaoh, Rotom, du. Würde ich schätzen eigentlich, aber ich weiß es nicht. Also Lidia einfach mit Rotom, weil ich dann einfach Volt wechseln kann. Hier Hydro pumpen und hier Willow. Ja. Nur noch Rotom Schaden zu haben ist immer gut, aber gut. 120 Sekunden left. Oh nein. Gut. Aber er leadet mit Mega Fluffy mit seinem Mega Altaria. Ja? Okay. Das burnen wir doch mal. Er könnte auch speziell sein. Da kann ich aber direkt hier Teatran reinwechseln. Könnte aber auch Fassade haben, was natürlich doof wäre, aber. Ist speziell, okay. Das ist doof für mich, aber ein freier Wechsel in meine Teatran. Besonders da er jetzt geburnt ist und ja. So weiß ich auch, dass ich ihn quasi checken werde und. YouTube. Rocks draußen zu haben, wird schön sein. Und Hyper Voice macht. Ja. Über den Schaden müssen wir gar nicht reden. Er wird jetzt Rotom mal wechseln. Möchte ich das eher vergiften oder möchte ich die Rocks raus haben? Was ist mir wichtiger? Ich kann beides haben, wenn ich jetzt Toxicon und danach die Rocks raushole. Also machen wir das doch, weil Rotom vergiftet zu haben ist schön. Ich meine, Rotom ist nie so lange drin, aber einfach ein bisschen Schaden auf Rotom zu haben ist immer praktisch. Oh, oder Lanerys T, okay. Na gut, das vergiftet ist auch nicht so schlecht. Jetzt hätte ich gern Protect, um ehrlich zu sein, aber na, man kann halt eben nicht alles haben. Earthquake ist zu offensichtlich, deswegen wird der U-Turn. Wenn ich aber ehrlich bin. Wenn du Scarf bist und ich Scissor Mega. Okay. Jetzt mit normalem Sherrox. Jetzt reinwechsel. Okay. Weil ich möchte nicht, dass Rotom noch ein bisschen mehr Schaden bekommt, weil das könnte nachher problematisch werden und ja. Deswegen jetzt einfach mal Sherrox rein, kann ich nach Rohr boosten, falls er jetzt wirklich Earthquake, aber er knockofft. Perfekt. Kann ich jetzt nämlich schön knockoffen. Was wird reinkommen? Nichts. Prima. Also vermutlich Zapdos, aber theoretisch nichts. Die Lefties bei Zapdos weg. Ist auch nicht schlecht. Kann ich dagegen hier Tran reinholen? Er kann für mich Heatwaven. Aber er wechselt Don't Touch das rein. Oh nein. Das heißt Boilhelm. Ja. Natürlich. Er möchte sogar Roosten dann hier Tran reinholen. Die Rocks werden natürlich nervig sein. Die kann ich aber auch nicht verhindern. Und dann habe ich ein hundertprozentiges Sherrox und dann meinen eigenen Rocks draußen. Zwinge ich ihn auch zu deformen und seine eigenen Rocks wieder weg zu deformen, aber gut, er Leech Seedet, den wechselnden Heatran predicten, was auch okay ist, aber ich bin in der Situation, wo ich mehr KP habe, also ist mir schon eigentlich egal. Und YouTube. Mache ich nachher weniger Schaden an mir selber, wenn ich ihn mit Sherrox angreife. Ungefähr gerade auf physische Angreifer habe ich nie eine Mega Sherrox im Team, also ja, denke ich mal, passt. Hol mal die Stealth-Rocks raus. Ich meine, was will er machen? Sonst hat er nämlich den Vorteil, wenn er die Rocks draußen hat und wenn ich Lavablumen würde, den Lando C-Switch predicten, wäre das auch ein bisschen sinnlos. Ich meine, er kriegt Toxic Damage, bald wieder Rocks Schaden und. Ja, ist doch schön. Gut. Boah, jetzt wäre Protect zum Scouten so super, besonders. Scarf hier, aber spielen wir sicher Mega Sherrox rein. Besonders da wir jetzt mega entwickelt sind, sollten wir eigentlich alles aushalten. Und gut. Aber immer wieder 6% auf Lenarus T ist doch auch nicht schlecht. Oder
18% für den Fall, dass er jetzt drin bleibt. Aber EU turned, okay, okay. Vermutlich jetzt einen Zapdos, da kann ich wieder Yatran reinholen. Falls er defogt, dann ist es okay, dann sind seine Rocks weg. Meine kann ich wieder auslegen und ja. Ich glaube, dann kann ich auch eine freie Toxic rausholen. Und dann die Lavablumen, weil ich glaube, ich möchte den Switch eher verbrennen. Aber er holt Rotom rein, okay? Das ist ein Freiwechsel in mein Cliffhable. Ganz obvious. Und ich muss nachher noch gucken, dass ich für Landorus T noch irgendwie einen anderen Switch besorge. Oder zumindest, dass ich anders wechsle. Aber gut, der Wechsel funktioniert. Und was hat er für ein Mega? Ach ja, Mega Altaria. Was will er jetzt gegen mein Cliffhable machen? Oh, das. Okay. Aber um ehrlich zu sein. Wait. Ich kann ein Ferrothorn doch aus Gyarados ausdauern, oder? Ich hab's mal gemacht. Ich weiß. Nein, kann ich nicht. Aber Flamethrower macht nicht genug. Okay. Softbunny also. Gut. Der Voltwechsel kommt jetzt und da möchte ich wieder 100% sein. Also ich meine, ich könnte ihn aus Gyarados ausdauern. Aber möchte ich das? Wohl doch. Und vielleicht hat er auch gar keine Gyarados. Vielleicht wechselt er es aber auch gar nicht rein. Das kann auch sein. Falls er jetzt den Lust hier anholt, kann ich das Ding auch Moonblasten. Und dann nachher quasi dafür sorgen, dass The Fable gegen Rotom wieder reinbekommen und ich mich wieder hochheilen kann. Aber mal sehen. Und er holt Landorus T rein. Okay. Jetzt kaufen wir mal, was er einsetzt mit einer Softboiled. Falls er Earthquake einsetzt, haben wir quasi den Switch dafür. Beziehungsweise können wir einfach mal Moonblasten. Ich glaube nicht, dass er drin bleibt. Aber er gibt auf. Okay. Und er hätte Knock-Off. Ich weiß jetzt nicht, warum. Warum geben die Leute immer auf? Ich verstehe es nicht. Aber gut. War sogar gar nicht mal so tief. Ich kann es mir aber vorstellen. Hat vermutlich schon was mehr Call. Ja, und er gibt. Aber ich glaube, wenn du aufgibst, bekommst du nicht wirklich Call. Oder generell nur, wenn du gewinnst. Aber. Cute. Na gut, das wäre dann mal die Session. Es waren mal was mehr Kämpfe, was mich gefreut hat. Aber viele Leute sind einfach getimeoutet oder haben geforfeitet. Na, egal. Ich denke mal, das wäre dann das letzte Video dazu. Den Rest werde ich dann, wie gesagt, offscreen machen und ja, vielleicht sehen wir uns am Ende dann nochmal. Aber erstmal bis dann und ciao.